Gründe, warum dein Hund keinen guten Rückruf kann. Grund Nummer 1. Du benutzt dein Rückrufkommando bzw. oft ist ja der Name des Hundes einfach viel zu oft. Ich meine, achtet mal auf euch selber. Wie oft sagt ihr Bello sitz, Bello Platz, na komm mal endlich hierher, Bello hör auf damit, lass das sein und was auch immer. Ein Hund weiß ja nicht, dass das sein Name ist, sondern er denkt einfach, dass es so ein beiläufiges Wort ist oder dass ihr eine kaputte Schallplatte seid, die sich andauernd wiederholt. Grund Nummer 2. Ihr gebt dem Hund keinen Grund dazu, zu euch zu kommen. Ich meine, keiner von uns geht arbeiten freiwillig, weil er dazu Lust zu hat, sondern weil wir irgendwie dafür Geld bekommen. Und so ist es bei Hunden eben auch. Ein Hund kommt nicht gerne und aus voller Motivation zu euch, wenn er davon nichts hat. Ein Hund braucht eine Motivation, um etwas zu tun. Deswegen belohnt ihn, wenn er zu euch kommt. Mit zum Beispiel einem Keks oder einem Spielzeug. Er kann zum Beispiel auch jedes Mal, wenn er zu euch kommt, könnt ihr eine Runde spielen. Klar, es gibt auch Hunde, die einfach zu den Besitzern kommen, wenn sie gerufen werden, aber nur, weil sie wissen, dass es Ärger gibt, wenn sie nicht kommen. Das heißt, ihre Motivation ist die Angst vor dem Ärger und nicht der freie Wille, zu euch zu kommen. Also entscheidet euch, was ihr wollt. Ein Hund, der aus Angst zu euch kommt, weil er weiß, dass das, was dann passiert, schlimmer ist. Oder ein Hund, der mit voller Freude zu euch kommt. Und wichtig ist auch, dass ihr immer an 99 von 100 Fällen immer ein Leckerli gibt, beziehungsweise eine Bestätigung. Und dann das eine Mal, wenn ihr vielleicht mal keins bei habt, dann funktioniert es auch ohne. Aber der Hund braucht immer eine Motivation. Und Grund Nummer 3, was auch sehr viele falsch machen, und zwar ihren Hund bestrafen, wenn er zu euch kommt. Ich weiß, es geben viele nicht so frei zu, aber denkt mal drüber nach. Euer Hund geht gerade jagen, hat richtig viel Scheiße gemacht, kommt zu euch und dann wollt ihr immer nochmal erklären, dass es falsch war. Das versteht aber nur ihr und nicht euer Hund. Er kann nicht wissen, dass der den Ärger, den er bei euch bekommen hat, für das Jagen zum Beispiel bekommen hat, sondern er denkt, dass er diesen Ärger bekommt, weil er zu euch kam. Wenn ihr den Hund für etwas bestrafen oder reglementieren wollt, dann müsst ihr es innerhalb von 3 Sekunden tun. Ansonsten kann der Hund das eine mit dem anderen gar nicht verknüpfen. Deswegen hört auf, eure Hunde zu bestrafen, wenn sie zu euch gekommen sind. Und auch wenn es gegen eure tiefste Überzeugung spricht und ihr wirklich wütend seid, ich kann euch verstehen, müsst ihr einfach nett sein und einen Keks reinstopfen, weil ansonsten wird euer Hund einfach langfristig nicht mehr zu euch zurückkommen. Kleiner Zusatz, Grund und Tipp, baut so ein bisschen auf dem anderen auf. Und zwar, viele Hundebesitzer rufen ihre Hunde nur, wenn sie anleihen wollen. Das heißt, jedes Mal auf dem Spielen werden die Hunde abgerufen, sie kommen zum Besitzer und dann kommt die Leine dran und sie gehen. Deswegen, ruft eurem Hund zum Beispiel im Spiel öfter mal ab, gebt ihm einen Keks dafür, auch auf Spaziergang, dass der Hund nicht denkt, dass für jedes Rufen ihm ins Halsband gegrapscht wird oder die Leine gegrapscht wird. Ich meine, wer kommt denn da freiwillig? Also, falls du dir das nächste Mal die Frage stellst, warum dein Hund keinen guten Rückruf kann, dann beachte Folgendes.